Ja, herzlich willkommen zu diesem Hagios Livestream zum dritten Advent. Wir gestalten den zu zweit. Pierre Stutz ist da, der Autor und Theologe und spirituelle Begleiter auch. Und wir sind in einem Raum, wo wir beide uns sehr wohlfühlen. Das ist die Kirche der Stille in Hamburg. Und wir laden euch ein, mitzugehen mit Gedanken, mit Musik, aber auch mit Liedern, die man mitsingen kann oder mitsummen, wenn man möchte, um uns gemeinsam einzustimmen auf diese besondere Zeit, die in diesem Jahr noch einmal verschärft, sozusagen einen auf sich selbst zurückwirft und in die Stille hinein. Und die Frage, wo bin ich zu Hause, das wird so ein roter Faden sein bei dieser Andacht heute. Und es beginnt mit diesem ganz bekannten Lied, Maria durch einen Dornwald ging. Als sie diesen Auftrag bekommen hat, ist sie erstmal auch auf eine Wanderung aufgebrochen und hat ihre Base Elisabeth aufgesucht. Maria durch einen Dornwald ging. Die Adventszeit bringt mich immer wieder mit diesem existenziellen Thema in Verbindung, auch bei mir selber zu Hause zu sein. Gar nicht so einfach. Der Münchner Karl Valentin sagt es mit Humor. Heute besuche ich mich. Mal gucken, ob ich zu Hause bin. Adventliche Menschen lassen sich ein auf das Wagnis, auch bei sich selber zu Hause zu sein, damit echte Begegnungen sich ereignen können. Darum ist ein adventlicher Weg eine Reise nach innen und zugleich eine gemeinschaftliche Erfahrung, ein Aufbruch zu mehr zärtlicher Gerechtigkeit auf dieser Welt. Adventliche Menschen lassen sich ein auf die Sehnsucht, auch in sich selber ruhen zu können, damit eine neue Lebensqualität sich entfalten kann. Darum ist ein adventlicher Weg ein Pfad des Schweigens, des Rückzuges und zugleich eine gemeinschaftliche Erfahrung,
im Wachsen der Solidarität. Maria hat nach dieser Begegnung mit Elisabeth dann das Magnificat angestimmt, dass sie also wirklich Ja gesagt hat in diese Bestimmung hinein und in diesem Moment sozusagen diese Bestimmung auch angenommen hat. Und wir können das jetzt auch singen, Magnificat anima mea, und damit auch in so ein Ja einstimmen, in das, was wir, mit dem wir umgehen, was mit uns schwanger geht, was durch uns geboren werden möchte. Einladung, bei sich selber zu Hause sein, innere Räume durchschreiten, um zum Ort der Ruhe zu gelangen, wo ich endlich einfach sein darf. Bei sich selber zu Hause sein, um offen zu werden für Begegnungen, in denen die Verschiedenheit Platz hat, weil ich in mir selber ruhen kann. Bei sich selber zu Hause sein, im Entfalten der Aufmerksamkeit für das Wesentliche im Leben, das Sinn stiftet und beglückt. Bei sich selber zu Hause sein, nicht mehr nur außerhalb suchen, was ganz tief in meinem Seelengrunde sich ereignet. Gottes Advent in mir. Thank you.
Ankommen bei dir mit dem Kraftvollen des Tages, mit dem Mühsamen, was ich mir anders gewünscht hätte. Ankommen bei dir mit der Hektik, mit den ungelösten Fragen, mit meiner Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit. Ankommen bei dir mit meiner Lebenslust und Ängstlichkeit, meiner Zerrissenheit und engagierten Gelassenheit. Ankommen bei dir, weil du mir näher bist, als ich mir selber bin. Das nächste Lied hat das zum Thema, was wir gerade gehört haben, dieses Ankommen bei mir, bei dir, du in mir, ich in dir und ganz geborgen zu sein in diesem Segen. Der Text lautet: Geborgen im Segen deiner Gegenwart, ruhen wir in dir, du unendliche Liebe. Eine Zeit der Stille, der Kontemplation, des Gebetes.
Bei sich selber zu Hause sein ist kein Zustand, wie alles Wesentliche im Leben. Das gelingt mehr oder weniger. Und das ist gut so. So können wir mitfühlend mit uns und mit anderen werden. Inspiriert vom Psalm 127 ist mir folgendes Gedicht zugefallen. Außer mir sein, gelebt werden, durch die Hektik gefangen im Irrtum, dass alles nur von mir abhängt. Bei mir sein, aus Verantwortung für das Ganze. Zuerst mich sammeln, den Zugang zu meinen Ressourcen erkennen. Außer mir sein, mich nur durch Leistung definieren, verkrampft in der Vorstellung, alles selber tun zu müssen. Bei mir sein, aufatmen können in der Erinnerung, dass alle Mühe umsonst ist, wenn du das Haus nicht mitbaust.
Vielen Dank für das Mitgehen, innere Mitgehen, vielleicht ja auch Mitsingen. Und wer möchte, kann in einer Woche wieder dabei sein, am 4. Advent. Dort wird Irmgard Nauck dabei sein und Texte lesen und ein Quartett von dem Ensemble Elbkanto. Wer diese Initiative unterstützen möchte, kann das gerne tun mit einer Spende an Musica Innova. Und jetzt wünschen Pierre Stutz und ich eine wunderbare Woche, dass wir wirklich in diese Adventszeit innerlich hineingehen, sodass wir in diese Beheimatung kommen, wovon heute die Texte handelten. Zum Abschluss noch ein Segenslied, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und der Tag hat sich geändert.